Der Aigo ist so groß, dass man sogar einen ganzen Mann in den Kofferraum bekommt. Er hat bequem Platz. Die weiträumig öffnende Heckklappe ist richtig groß. Es ermöglicht mir einen Ausstieg fast wie aus einem Bentley. Aber nicht nur das. Das weitschaffende Platzangebot bietet Komfort für bis zu eine halbe Wasserflasche. Mein Gott. Aber nicht nur dieses. Sehen Sie, wie einfach ich die Kofferraumabdeckung wieder an ihren ursprünglichen Ort bringe. Qualität aus dem Hause Toyota. Immer wieder schön zu sehen. Aber nicht nur das. Nein, auch im Innenraum ist es immer wieder eine Überraschung. Der Aigo bietet auch im Innenraum viele Überraschungen. So sind zum Beispiel die großzügige Beinfreiheit und auch die extrem hohe Kopfhöhe. Zwei Pluspunkte des Toyota Aigo. Der Aigo. Vollkommenes Wunder in Sachen Platz, Geräumigkeit und Komfort. Die Verarbeitung im Innenraum eine Augenweide. Man fragt sich immer, wo kommt so viel Plastik her? Wirklich wahrhaft wunderbar, wenn man sich fragt, ist das wirklich schon das Dach? Oder ist es einfach nur ein Stück Pappmaché? Naja, und nun kommen Sie und bewundern Sie den Innenraum des Aigo. Der Aigo. Wunderbar, übersichtlich, geschaffen, gehalten, in seiner ganzen Vollkommenheit, zeigt uns dieses wunderbare Kleinstadtauto, wie man auch in der Kleinstadt auf jeden Fall einen Parkplatz findet. Wünschen wir uns nicht alle so ein Auto? In der Stadt die Nummer 1. So kommt man sich vor, wenn man am Steuer dieses Geländeflitzers sitzt. Mit seiner unglaublichen Länge von 1,21 Meter ist der Aigo immer wieder ein Hingucker. Man glaubt es kaum. Wenn man vor dem Wagen steht, denkt man tatsächlich, er wäre etwas größer. Doch das ist er sicher nicht. Auch für Ausflüge zu zweit oder zu viert ist der Aigo immer eine willkommene Sache. Man glaubt es kaum, wie bequem man sich strecken kann. Man fragt sich wirklich, ist dieses Auto zum Preis von 1,99 Euro nicht ein Geschenk oder eher eine Belastung? Gute Nacht.